Trainer in unserer Weiterbildung sind mit Leib und Seele dabei und vor allem mit dem ganzen Herzen. Ihre Mission ist es, die Teilnehmer erfolgreich zur Prüfung zu führen, auch wenn die Ausbildung eine Zeit her ist und sie lange nicht gelernt haben, die Teilnehmer wieder in das Lernen zu bringen und im Rahmen der Fortbildung erfolgreich gemeinsam zur Prüfung zu kommen. Also wir haben heterogene Gruppen, das heißt, also wir haben durchaus ältere Mitarbeiter, die natürlich durch ihre Berufserfahrung sich da immer wieder einbringen können. Wir haben jüngere Mitarbeiter, die dann vielleicht, gerade wenn es um moderne Techniken geht, sich einbringen. Als Ganzes gesehen ergänzen die sich, im Prinzip befruchtet das letztendlich den Prozess der Fortbildung. Die Atmosphäre, die wir in so einem Meisterkurs haben, ist eher kollegial. Dass wir uns so ein bisschen in der Aufgabenbereich sehen, denen alles an die Hand zu geben, um den Weg zur Prüfung zu ebnen und somit eine erfolgreiche Prüfung zu absolvieren. Und dass wir das versuchen, wirklich mit denen gemeinsam zu arbeiten. Dass wir also quasi nachher davon partizipieren, dass die erfolgreich sind. Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Teilnehmer. Ich besuche den Industriemeister Chemie-Kurs. Ich habe mir den ausgesucht, weil wir in unserer Firma einen Meister brauchen. Ich besetze momentan schon die Stelle. Ich habe mir verschiedene Anbieter angeschaut und Provadis hat einen sehr guten Ruf. Das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich gehe zu Provadis. So ein Partner wie Provadis ist für uns recht wertvoll als Unternehmen, weil wir eben sehr schnell und über kurze Distanzen uns inhaltlich abstimmen können. Dieses Rundum-Angebot, also von der Ausbildung über Weiterbildung bis zur Hochschule, also wirklich das gesamte Spektrum des beruflichen Bedarfs inzwischen, das macht es uns eben leichter, wenn wir hier darauf verweisen können, zu sagen, okay, hier gibt es einen Anbieter, der bietet quasi von der Schule bis zum Studium alles an. Ja. Besser geht's nicht.